So, hallo meine Homies und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4 mit Dima. Ich habe zwischen der letzten Folge und der jetzigen eine Aufnahmepause gemacht, mache direkt hier weiter. Es ist Valentinstag, glaube ich. Warte, was ist heute? 14. Nee, gestern war's. Ha! Gott, bin ich vergesslich. Ich nehme am Tag Valentinstag auf und weiß nicht, ob es heute auch wirklich ist. Genius. So. Gleich mal zu Beginn ein richtig geiles Thema für die Jungs. Und danke an die lieben Frauen. Der Brüstenhalter, also der gute alte BH, feiert 100 Jahre. Yay. Dies. Au! Lass mich doch mal in Ruhe erzählen, du dreckige Mistsau. Oh. Ich sollte mal. Nein. Das Tablet steht ein bisschen im Weg. Ich muss ja ein bisschen lesen. Jedenfalls, wo ich denn das gelesen habe mit dem, dass der Halter wirklich 100 Jahre feiert. Wer hat den eigentlich erfunden? Wäre mal interessant, wer den Busenhalter erfunden hat. Ich glaube, ich stimme nicht Schrot. Schrot. Jetzt. Fresse. Halt deine Mutter. Moment. Danke. Ja. Wo ich das gelesen habe, da ist ein Schreibfehler drin. Und zwar heißt das nicht, in diesem Artikel, wo ich das gelesen habe, heißt das nicht Brüstenhalter, sondern Büstenhalter. Da fehlt jemand ein R. Keine Ahnung, wer die Scheiße geschrieben hat. Naja, gut. Danke an die Mädels, dass es euch gibt, ne? So. Jetzt eigentlich zum eigentlichen Thema, was, wo ich, das habe ich auch gehört, ihr habt sicher von dem, Dingens gehört, von dem Museum, von dem Corvette-Museum in, keine Ahnung, irgendwo in den USA bestimmt, weil da ist die Corvette ja geboren. Doch mal die Fresse, ey, lasst mich doch mal erzählen! Mann! Jetzt rennt da noch einer rum. Ich sehe absolut gar nichts. Danke. Wie? Keine Muni mehr für die Schrot? Was soll das? Kann ich hier irgendwo... Nein, kann ich nicht. Ich müsste mal da runter. Kann ich auch... Habe ich Granaten? Nein. Nummer 1. Nummer 2. Und zwar ist in diesem Museum, wo ganz berühmte Corvette-Modelle stehen oder die erfolgreichsten, na das glaube ich nicht, weil es ein Corvette-Museum ist, ist, ich denke mal, da sind all, ich denke mal, da sind wirklich alle Corvettes, die die Corvette gebaut hat, aufgestellt. Auf alle Fälle hat ein Boden, wo die Corvettes draufstehen, im Museum nachgegeben und die ganzen Corvettes sind über 9 Meter abgesackt, also sprich, die sind durch den Boden gefallen. Und jetzt liegen... Huch! Alter, was ein Glitch, Junge! Mach mal langsam! Und da sind die ganzen Corvettes einfach mal den Boden runter gesegelt. Einfach mal so, ohne Grund. Haben gesagt, ach komm, fallen mal. Fertig. Ja? Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier. Öffnen. Mach auf das Ding! Los! Alles gut, Mann. Oh, ich sehe Munition. Keine Ahnung. Los, los, los. Lauf, 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 lauf. Haben wir da noch was? Nein. Ich werde den Dialog dann jetzt nicht unterbrechen. Ah, Muni. Erhalten. So, super. Entweder kommst du mit oder du... Schuss! Schatz, alle auf. Sicher das Gebiet. So, ich glaube, ich suche mir mal Deckung. Hallo? Da gammelt noch einer rum.
Jedenfalls, die ganzen Korvetts, die sind, ich denke mal, das ist einfach mal Ermüdung vom Boden, dass der das nicht standhalten konnte. Auf alle Fälle sind da ein paar... Was machst du denn da? Es sind einfach mal so ein paar Korvetts in Wert von, ich glaube, 1 Million war das, glaube ich. Jedenfalls sind da 8 Korvetts oder so, jedenfalls, ich darf nicht so viel reden, ich muss mich mal ein bisschen konzentrieren. Die stehen ein bisschen scheiße. Nein. Alter. Domaru. Lasst mich doch mal erzählen, ey. Soll man eine kleine... Geschichtsstunde werden? Da ist noch ein Hurensohn. Da hinten haben wir auch noch einen Hurensohn. Oh, da sind 2 Hurensöhne. Nochmal nachladen. Mann, die Waffe ist kacke. Gib doch Ruhe! Spaßt. Du genauso. Zurück in die Hölle. Also ist schon krass, dass... Dass da einfach mal 9 Korvetts abkacken. Rauchbombe. Ist definitiv kein schönes Ding. Und dann mal was an euch. Und zwar, ich habe mir letztens, muss ich zugeben, einige... Ihr könnt mich ruhig steinigen, ja, aber es ist meine Meinung. Hab mir letztens SimCity geholt und ich feiere das Spiel so extrem, habe ich mir überlegt, ich mache so eine Art, Let's Talk-Reihe und dafür brauche ich aber eure Hilfe, denn das wird so eine Art Let's Talk sein, also Fragen an mich stellen oder über welches Thema ihr mal schön labern wollt, weil mir macht das, um echt zu sein, irgendwie Spaß. Lang her, dass ich hier unten war. Wer ist der Kerl? Büstenhalter, okay. 100 Jahre. Wo sind wir? Singapur, oder? Sehr komisch. Mein Freund macht Witze. Ich bin Irish. Du bist Wrecker. Back. Oh, scheiße, genau. Du weißt nicht, was da oben ist? Keine Ahnung, hä? Das war's mal. Du verstehst es nicht. Bald findest du es raus. Lass sie zuerst gehen. Kugeln fangen. Wir müssen dem Typen folgen. Aber ich traue der Sache nicht. Ich will da nicht raus. Gut. Sind die von uns oder nicht? Nein, die sind definitiv nicht von uns. So, ich schnapp mir mal so. Jetzt hole ich mir erstmal eine ordentliche Knarre. Welche hatten wir denn immer? Wir hatten, glaube ich, die M4 oder die AK-12. Ah, wir haben mittlerweile so viele Waffen, dass ich gar nicht mehr weiß, welche wir überhaupt schon alles hatten. Ich glaube, die Schrotflinte wird uns hier recht gute Dienste leisten. Wo sind sie denn, Schrotflinten? Nein. Genau. Die gute MS. Und jetzt werden hier Kopfschüsse verteilt. Fürs Reich. Deutsch. Ey, blockier mich nicht. Ich glaube, kann ich hier oben lang? Jawohl. Zack. So, da haben wir noch. Kopfkill. Ist doch noch.
Oder haben wir ja ganz schön Muni verballert. Ah, oh, von da oben, natürlich. Oh, geil, keine Muni mehr. Halt doch deine... Scheiße. Deine Mutter. Ist der Arm durchgeglitscht? Ich mag das Wort geglitscht. Wer will als nächstes? Da oben. Komme ich da auch irgendwie unverletzt hin? Wow. Oh, ey, 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 ey. Hey, guck mal. Vollidiot. Was? Deine Mutter. Deine hässliche Mutter. Scheiße. Nein. Ich brauche dringend so ein Note 3 wie die US Army. Dann kann ich hier bestimmt besser kämpfen. Finde ich irgendwie erschreckend. Finde ich krank. Da haben die USA, die haben bei Samsung natürlich. Halt deine Mutter. Bei Samsung, ja. Bei der liebe Samsung. Haben sie einfach mal so 7000 Handys bestellt. Weil... Ja, um einfach zu kämpfen. Ist schon ganz krass, dass mittlerweile der Krieg auch ins Mobile geht. Ich meine, sonst war es immer, oh, wir haben Panzer, wir werden euch töten. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, nicht mehr so. Ich glaube, mit Taktik gewinnt man im Krieg definitiv mehr. Nicht so wie die Taliban und sowas. Die rennen einfach drauf los. Ah, oh, das schaffen wir. Die haben keine Chance gegen uns. Warum sch... Na klar. Granate! Die sterben irgendwie nicht. Hallo. Überraschung, du Wichser. Au. Wow. Ja, jetzt kommt er von rechts. Der ist tot. He's dead. Joa. Wow. Hä? Selbstmordattentäter. Ha. Da hat Samsung mal wieder ein schönes Geschäft gemacht. Da haben sie irgendwie 7000 Handys bestellt, die USA. Keine Ahnung, ob die... jetzt alle... Ob das alles Note 3 sind. Ich habe jedenfalls gehört, dass es soll das Handy Note 3 dabei sein. Ganz ruhig. Nein. Verdammt. Komm. Du Penis. Ja, so wie er gekommen ist, ist er auch gefallen. Drecksau. So, das machen wir gleich mal zur Explosion. Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn, das... Ich habe ja euch mal vorletzte Folge, glaube ich, davon erzählt, von diesem... Oh, Mann! Boah! Krieg! Krieg! Krieg ist keine Lösung! Hallo! Hallo! Was? In die Fresse. So. Ja, wie Kontrollraum? Nee, nix da. Stripclub. Hey, Penis hoch in Ruhe. Was? War ich nicht. Okay, gut. Das ist gut. Es lohnt sich hoffentlich. Granatwerfer. Nee, ich bleib lieber in der Schrot.
dieser Tag. An diesen Tag denke ich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Mein Körper gibt den Geist auf. Was zum Henker sagt er da? Helikopter. Ich brauche mehr Zeug für das Tor. Gut. Rack, hörst du das? Helis. Och nee. Sie werden bald hier sein. Bereit machen. Schnapp den Claymore, Sprengstoff, alles, was uns hilft. Claymore. Granatwerfer. Helis über uns. Feinde, sie kommen von da. Komm schon, Wrecker. Okay. Okay, ich glaube... Scheiße, Alter! Wie hat der die denn geworfen? So, wen haben wir noch? Verdammt. Gut, wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge und dann mal... Alter, wie werfen die die denn... Speist. Gut. Nein. Oh, doch. So. Nächste Folge und so, ne? So, tschüss. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.